Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Kirche im Kontrafunk. Heute hören Sie die Aufzeichnung eines Gottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde Bülow in der Mecklenburgischen Schweiz vom 25. Februar. In dem kleinen Dorf im Landkreis Rostock herrscht ein reges, christuszentriertes Gemeindeleben. Die Gottesdienste und Bibelstunden werden von Gläubigen aus der ganzen Region besucht. Zu den regelmäßigen Predigern gehört der frühere ZDF-Moderator und jetzige Kontrafunk-Kommentator Peter Hane. Am Sonntag reminiscere sprach er über einen Text aus dem 4. Kapitel der Apostelgeschichte. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Sein Thema: Christen sind Kreuz- und Querdenker. Willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Jeder Sonntag des Jahres hat in der Kirche einen besonderen Namen. Jedes Fest seinen festen Platz. Und neben den großen Festen wie Ostern, Weihnachten, Pfingsten gibt es an jedem Sonntag also einen Grund zum Feiern oder zum Gedenken mit passender Bibelstelle. Der heutige Sonntag heißt Reminiscere, was so viel bedeutet wie Gedenke. Denke an deinen Erbarmen, Herr. Damit können wir Gott also bitten, uns zu helfen, unser Leben zu meistern. Wir werden gleich im Psalm dazu noch mehr hören. Wir begrüßen natürlich auch ganz besonders Peter Hane heute, der die Predigt halten wird. Die Predigt mit der Überschrift: Christen sind Kreuz- und Querdenker. Querdenker ist ja für viele Menschen heute ein ganz böses Wort. Und ich bin gespannt, wie Sie, Herr Hane, das in Verbindung mit Christen und mit der Liebe von unserem Herrn Jesus Christus in Verbindung bringen. Ganz liebe Grüße gehen heute Morgen natürlich auch an die Hörer vom Kontrafunk und an unsere treuen Zuschauer im Internet. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir wollen diesen Gottesdienst nun feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Psalm 25, die Verse 1 bis 10. Gebet um Gottes Vergebung und Leitung. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Herr, unser Gott und Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe zu unserer Welt und zu jedem von uns. Dich loben wir an diesem Morgen, dich preisen wir. Tag für Tag schenkst du uns einen neuen Anfang. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, in dem wir Gemeinschaft haben unter deinem Wort. Wir danken dir für alle Orientierung, die du uns schenkst. Und wir trauen dir zu, dass du in dieser Stunde für jeden von uns eine Botschaft in Zuversicht und Hoffnung hast. Wir danken dir, dass du Peter Hane segnest und seine Predigt. Dich beten wir an durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Ich lese Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 12. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich die Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Ja, darauf kommt alles an, dass Gott uns die Herzen öffnet und auch den Mund, in diesem Fall jetzt mir. Und wenn wir dann wieder in unseren Alltag zurückgehen, uns allen, die wir den Auftrag haben, diese frohe Botschaft auch weiterzugeben. Und Philipp Spitta, der dieses Lied ja gedichtet hat vor 200 Jahren, der sagt dann, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund der Welt. Freud und Schmerzen. Und wir haben ja eben aus der Apostelgeschichte diese eindrucksvolle Geschichte gehört, Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und da war es genau so. Das war Schmerzen, Bedrohung. Die Leute wollten es nicht hören. Das hat sich bis heute nicht geändert. Philipp Spitta, der ja begraben liegt, der gewirkt hat rund um Hannover vor 200 Jahren, gelernter Uhrmacher, dann Theologie studiert, also vorher was Anständiges studiert und dann Theologie gemacht und war dann Superintendent und hatte verschiedene Ämter rund um Hannover, begraben in Burgdorf, wo er auch gewirkt hat. Und einer, der sehr geprägt war von seinem sozusagen nicht nur Landsmann, sondern Mitbürger in Burgdorf, war der frühere Ministerpräsident von Niedersachsen, Ernst Albrecht. Ein tief frommer Mann,
dem ich viele Begegnungen hatte. Nun kann man nichts für seine Kinder, man weiß nicht, was er davon hält, was seine Tochter Ursula von der Leyen jetzt alles macht. Aber so kommt wieder die Praxis nach 200 Jahren wieder zusammen. Und die Frage, ob man sich an den, der sein Mitbürger war, hält, mit all den Liedern, die er gedichtet hat. O komm, du Geist der Wahrheit, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt denn je. Wir haben das alles, wir spüren es um uns herum, im Alltag, bis in die hohe Politik hinein, in die Weltpolitik, bis in die Kirchen hinein. Frecher denn je. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns auf diese wunderbare Geschichte konzentrieren können heute Morgen, die in der Apostelgeschichte. Man muss dann noch zusammen, das kann man auch zu Hause machen, auch die, die uns jetzt zusehen und zuhören. Wenn man das dritte Kapitel noch nimmt, da beginnt das alles. Petrus und Johannes. Gleich zu Beginn der Zeitrechnung hat es sie gegeben. Die schlimmsten Verschwörungstheoretiker und Fake News-Verbreiter, die man sich vorstellen kann. Das ist alles nichts Neues. Man muss sich vorstellen, Jesus, gerade gestorben, tot, das hatten sie erlebt in Jerusalem, da waren sie hingepilgert, um sich das anzugucken, hingerichtet. Und dann treten sie plötzlich auf, diese beiden, die ja zu dem engeren Kreis von Jesus gehört haben, als Jünger, als Apostel. So dieses Duo Infernale der Antike, die Jesus-Jünger Petrus und Johannes. Und sie schwurbelten dahin über Auferstehung. Fake News. Dieser Jesus, den doch alle tot gesehen haben, der soll leben. Und sie ließen sich gar nicht davon abbringen, davon immer wieder zu sprechen. Dieser mausetote Jesus, völlig lebendig, leibhaftig durch Jerusalem gegangen. Und Hunderte haben das gesehen. Das ist Faktum. Das war für Petrus und Johannes überhaupt keine Frage. Das haben sie ja selbst erlebt. Und davon predigen sie jetzt. Die Massen strömen. Das war ja was Interessantes. Die Gemeinde damals wächst und wächst und wächst. Die Predigten wirken. Und die beiden haben so die Beliebtheitsskala, diese Hitliste bei den Umfragen angeführt. Das war spektakulär. Aber der Hohe Rat, also die geistliche und weltliche Obrigkeit damals in Israel, die römische Besatzung, sie geraten in Panik. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Rabbis, die gesamte intellektuelle und kirchliche Elite, die sind außer sich. Da steht uns Konkurrenz ins Haus. Und alle Leute laufen dahin, weil es so interessant ist, was die da sagen. Mehr Interesse für die Apostel als für die Priester? Das darf doch nicht wahr sein. Das muss rückgängig gemacht werden. Unverantwortlich. Aber sofort. Rattenfänger sind das. Rattenfänger. Die das Volk aus dem Tempel wegziehen von der bekannten, üblichen Religion zu sich und zu einem, der auferstanden sein soll. Rattenfänger, Parasiten, weg damit. Vor allem die Partei der Sadduzäer war aktiv. Für sie waren alle Mittel recht, solche Fake News zu stoppen. Weil Auferstehung, das war deren Lehre, ist völlig unmöglich. Und wer das verkündigt, delegitimiert den Staat. Und die gehören verboten, mundtot gemacht. Zu behaupten, dass Jesus Christus in seinem Kreuz das Heil erwirkt hat, das ist ja das Unerhörteste, was man sich vorstellen kann. Aber das Schlimmste ist das Geschwurbel von der Auferstehung. Das sind Gottesleugner, Prophetenleugner, Wissenschaftsleugner. Tod ist tot. Es ist doch Blödsinn, daran zu glauben, dass einer wieder lebendig wird.
und dann auch sichtbar durch die Straßen läuft und Hunderte ihn sehen. Diese Querdenker müssen weg. Der Hohe Rat, Sadduzäer, Pharisäer, die römische Besatzung, die gesamte Elite des Staates hatte nur eins im Sinn. Wie kriegen wir diese beiden Leute weg? Diese Querdenker. Sie müssen mundtot gemacht werden, bevor das alles um sich greift. Und das verbreitet sich ja wie so ein Virus, so ein Wahrheitsvirus. Gegen das, was wir bisher geglaubt und gedacht haben, unsere Macht wird in Frage gestellt. Bevor das um sich greift, müssen sie weg. Denn sie waren ja nicht nur Querdenker, sie waren Kreuz- und Querdenker. Das war das Problem. Dieses Kreuz, wo man Jesus ja bewusst hingerichtet hat. Und das Volk hatte ja geschrien, es wurde ja vor die Wahl gestellt. Und sie schrien, kreuzige ihn. Ein paar Wochen vorher, als er nach Jerusalem kam, haben sie Hosianna geschrien. Es war ja auch so ein siebtes Weltwunder. Jesus war ja auch ein Querdenker. Das fanden die alles toll. Ein paar schicke Wunder. Aber dann hat der Staat sich gewehrt, weil Jesus gefährlich wurde. Jesus wurde, der historische Jesus, den Machthabern damals gefährlich. Und das Volk bis zum heutigen Tag ist schnell zu bewegen, zu manipulieren, umzusteuern. Heute heißt es Hosianna, morgen heißt es kreuzige ihn. Petrus und Johannes waren also doppelt gefährlich, weil sie einmal quer zu allem standen, was damals Sache war, und dann noch diese ungeheure Botschaft vom Kreuz. Den Menschen eine Torheit, die daran nicht glauben wollen. Sie verkünden, dass das Kreuz kein Irrtum der Geschichte war, sondern ein Opfer für Gott, damit wir gerecht werden können vor Gott. Ja, sie verkündeten viel mehr. Es ist ein Opfer von Gott für uns. Denn sie sagen, der da am Kreuz hängt, das ist Gottes Sohn. Und sie sagen nicht neutral, der da am Kreuz hängt, sondern sie sagen, den ihr gekreuzigt habt, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der ist der Sohn Gottes, den ihr gekreuzigt habt. Liebe Gemeinde, das war ein Generalangriff auf alles, was bisher gedacht und gemacht wurde. Diese Kreuz- und Querdenker werden den Herrschenden zunehmend unbequem. Da helfen nicht ein paar Wasserwerfer. Da muss ein Demokratieförderungsgesetz her, um diese beiden Männer mundtot zu machen. Ist alles nichts Neues. Petrus und Johannes wurden gleich im Tempel verhaftet, als Aufrührer. Es besteht Fluchtgefahr, denn die waren ja unterwegs. Die waren ja auf Missionsreise. Sie waren im Aufbruch für einen Flächenbrand. Eine Brandmauer muss her. Gegen den Flächenbrand. Brandmauern baut jemand, der Panik hat. Der Panik hat, dass aus einem Feuer ein Flächenbrand wird. Ich habe es ja in vielen Talksendungen und Interviews der letzten Wochen erklärt. Mein Erlebnis bei der Tankstelle, wo ich heute Morgen war, bevor ich hier in diese wunderschöne Landschaft gefahren bin. Jeder Kilometer weiter weg von Berlin lässt einen aufatmen. Und wenn dann die Sonne einem entgegenscheint und dann kommt endlich das Schild Mecklenburg-Vorpommern, Land zum Leben. Land zum Leben. Und stellen Sie sich vor, wir erfüllen das auch noch mit der Kraft des Evangeliums. Dann hat es noch eine tiefere Bedeutung. Kommt man vorbei, Küritz an der Knatter. Hab nie gedacht, dass es das gibt. Müritz, Waren an der Müritz, was nicht. Wunderschön. Und all diejenigen, die uns jetzt zusehen und zuhören, Kontrafunk und über YouTube und was nicht alles, wenn sich etwas lohnt, dann hierher zu kommen, das ist, für mich ist das heile Welt.
Und dann diese herrliche Kirche in Bülow direkt an diesem wunderschönen See. Mein Freund Pastor Johannes Holmer. Auch mit den vielen Erinnerungen, die ich habe an die Familie, an den Vater Uwe Honecker und der Pastor. Der Film von Jan-Josef Liefers. Bewegt. Das ist Evangelium pur. Das ist Kreuz- und Querdenker. Stellen Sie sich mal vor, in der DDR hätten Sie ängstlich zurückgezuckt. Dann gäbe es das alles nicht. Dann hätte es den 9. November niemals gegeben. Wenn es das nicht gegeben hätte. Die Führenden waren oft beides zusammen. Kreuz- und Querdenker. Aber das hat die Mächtigen gestört. Ob das 89 war, ob das 33 war oder im Jahre 50 nach Christus oder 30, 35 nach Christus. Plötzlich drohte die Botschaft von Petrus und Johannes zu einem Flächenbrand zu werden. Jerusalem war ja schon entfacht. Tausende kamen. Die Bibel hat ja sogar Zahlenangaben. 5000. Die Gemeinde wurde immer größer. Und es drohte jetzt ins ganze Römische Reich überzuschwappen. Alles in Frage zu stellen, was bisher gültig war. Dagegen braucht es eine Brandmauer. Auf jeden Fall muss man die erstmal aus dem Verkehr ziehen, diese beiden. Ja, das Evangelium wirkt. Die Wahrheit wirkt und lässt sich nicht unterdrücken. Und das Eigentümliche ist, und wir haben es eben gesungen von Philipp Spitta, tu uns den Mund auf in Freud und in Leid, in Schmerzen und in guten Tagen. Das Bewegende an der 2000-jährigen Christengeschichte ist, dass das Evangelium dort am mächtigsten war, wo Verfolgung herrschte. Bis zum heutigen Tag. In China, Nordkorea. Erweckungen. Während wir an unserem Wohlstand ersticken und das Evangelium zu einer politischen Ideologie belanglos und beliebig machen. Wachsen überall die Gemeinden, kommen Menschen in der Verfolgung zum Glauben an Jesus. In der Bedrängnis und in der Verfolgung wächst die Gemeinde. Und es ist nichts anderes als die schlichte Botschaft von Jesus. Ich habe 50 Jahre lang auch an vorderster Front des Journalismus nie was anderes gepredigt als diese schlichte, einfache Botschaft. Letztlich reduziert sich das alles auf die Kindergebete. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Mehr gibt es nicht. Aber das Schöne ist, dass sich alles historisch, auch intellektuell, unterfüttern lässt. Denn das, was wir aus der Apostelgeschichte gerade gehört haben, sind ja keine Geschichten, es ist Geschichte. Faktum, Faktum. Das hat die Welt revolutioniert, diese schlichte Botschaft. Da kam nicht Dr. Rabbi, sondern zwei Fischer, Petrus und Johannes, die waren ja Fischer, See Genezareth. Jesus hat sie berufen, natürlich war Petrus ein bisschen mehr. Petrus war ja der erste Polizist, den es gibt. Jesus geht auf ihn zu, den Fischer, der immer Fische gefangen hat und sagt, von nun an sollst du Menschen fangen. Damit war Petrus der erste Polizist. Und ich bin froh, dass meine Eltern mir diesen Namen gegeben haben, weil sie nicht wissen konnten, dass ihr Sohn eines Tages Ehrenkommissar der bayerischen Polizei wird. Sodass ich auf der einen Seite bei der Polizei bin und auf der anderen Seite auch ein Menschenfischer bin. Nichts anderes ist ein Gottesdienst, ist eine Predigt. Menschen zu fischen für Jesus. Nicht für sich selbst, sondern für Jesus. Diese beiden einfachen Menschen. Menschen fangen und nicht, wie 2000 Jahre später ein Staatsoberhaupt behauptet, Rattenfänger. Menschenfänger. Und alles komprimiert
in diese schlichte Jesusbotschaft, gekreuzigt, begraben, auferstanden und er kommt wieder, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich habe es oft ja schon erzählt, auch hier, Hans-Jochen Vogel, früherer SPD-Vorsitzender, kurz vor seinem 90. Geburtstag, der mir das kurz vor seinem Tod ins Mikrofon sagte. Jesus kommt wieder zu richten die Lebenden und die Toten. Und wir werden uns alle wundern. Und diese Botschaft von einfachen Menschen, oft hat die Oma mehr bewirkt als irgendein hochintellektueller Pfarrer oder Theologe. Durch ihren schlichten Glauben und die schlichte Botschaft. Große Leute wie der Evangelist Dr. Gerhard Bergmann, der mich sehr geprägt hat, ist zum Glauben gekommen durch einen einfachen Tischler. Wie viele Diakonissen und Schwestern in den Krankenhäusern, wo sich zum Schluss die Menschen im Sterben an das Kreuz, was sie um den Hals hatten, geklammert haben. Wie viele ergreifende Geschichten von ganz einfachen Menschen. Frühere Bundespräsident Karl Carstens, den ich hochgeschätzt habe, der sagte mir mal, Christen müssen identifizierbar sein. Die Hausfrau, der Arzt, der Lehrer, der Schlosser, alle Berufe, wo wir sind im Alltag, da müssen die Menschen merken, dass wir Christen sind. Gerd Bergmann hat immer gesagt, die Kuh im Stall muss merken, wenn der Bauer sich bekehrt hat. Das muss ausstrahlen. Dafür brauche ich keinen Doktortitel, kein Studium, überhaupt nichts. Und je mehr das wirkt, umso mehr geraten die Gegner in Panik. Und sie drohen Petrus und Johannes. Weg mit diesen Kreuz- und Querdenkern. Und liebe Gemeinde, das sind keine leeren Drohungen. Sie müssen immer bedenken, was im Hintergrund steht. An Jesus haben sie das alles praktiziert. Bis zum schlimmsten Tod, den es überhaupt gibt. Und der furchtbarsten Strafe, der Tod am Kreuz. Das stand vor Petrus und Johannes. Nicht irgendwie ein bisschen, wir kommen da ins Gefängnis und da ist es ja heute manchmal bequemer als zu Hause. Und sie haben alles und Fitness und Fernsehen und wer weiß was. Nein, der Tod drohte. An Jesus haben sie das doch schon erlebt. Und sie waren alle auf den Beinen. Gegen diese Botschaft, gegen diese Querdenker. Sadduzäer, Pharisäer, der Hohe Rat. Bei Jesus, Pontius Pilatus, die Massen, die schrien, kreuzige ihn. Doch die beiden, Petrus und Johannes, haben ein Ass im Ärmel. Ich glaube, wir haben immer noch zum Schluss, auch wenn das Wasser einem ganz bis zum Hals steht, ein Ass im Ärmel. Es war was passiert. Wir haben es ja eben gehört. Vorgetragen hier in Bülow in diesen wunderbaren Stimmen, die alle sofort beim Radio anfangen könnten. Nirgendwo wird so klar gesprochen ins Mikrofon wie hier. Das höre ich ja immer als alter Radiomann. Die haben ein Ass im Ärmel. Denn es war was passiert, vor aller Augen, unbestreitbar. Das hatten alle miterlebt und es gibt kein Leugnen. Ein gelähmter Mann, der seit Jahren von seinen Verwandten an der Tür zum Tempel morgens abgesetzt wurde, damit er bettelte, gelähmt seit Jahrzehnten, der konnte plötzlich wieder gehen. Plötzlich und unerwartet. Plötzlich und unerwartet. Diese Phrase ist auch nicht neu. Und diese Phrase ist ja pure Verschleierung. Die wahre Ursache soll damit verschleiert werden. Plötzlich und unerwartet. Doch wir wissen die Ursache. Wir kennen ja den Kausalzusammenhang. Wie war das damals? Wenn wir heute von plötzlich und unerwartet hören, geht es immer um Tod. Aber Gottes Mathematik ist anders. Bei ihm heißt plötzlich und unerwartet Leben. Die Mathematik Gottes ist anders.
Wer ihm und seinen Leuten begegnet, begegnet der Wahrheit, dem Leben, dem Weg zum Heil, dem Weg zum Glück, dem Weg zur Seligkeit. Gott will nicht den Tod. Und die todverfallene Welt erträgt das nicht. Das ist das Hauptproblem des christlichen Glaubens seit 2000 Jahren. Die Welt in ihrer Finsternis, in ihrer Lüge, in Hass, in Selbstgerechtigkeit verstrickt. Die erträgt das Licht nicht. Das können Ihnen viele bezeugen, die nachher im KZ gelandet sind. Ein Dietrich Bonhoeffer, Jochen Klepper, der sich da das Leben genommen hat. Helmut James, Graf von Moltke. Ich habe sie alle in diesem Buch, was ich jetzt gerade herausgegeben habe, wieder erwähnt. Leid, wo bleibt Gott? Die Geschichten von denen, denen Gott im tiefsten Leid begegnet ist und die das erlebt haben, sie sind verfolgt worden, weil die Welt das Licht nicht erträgt, die Wahrheit nicht erträgt, den Spiegel nicht verträgt, den man ihr entgegenhält. Deswegen kann ich nur sagen, wer Kampf und Leiden scheut, der sollte lieber kein Christ werden. Wir haben es eben gesungen in dem Lied, O komm, du Geist der Wahrheit. Christsein kostet etwas, aber es ist nicht umsonst. Glaube ist keine Wellness-Oase, sondern ein Schlachtfeld, ein dauerndes Schlachtfeld. Wahrheit gegen Lüge, Licht gegen Finsternis. Das erträgt die Welt nicht. Aber Petrus und Johannes, die stellen sich hin und sagen, das haben nicht wir gemacht, dass der wieder gehen konnte. Die Macht der Wahrheit, die Macht der Fakten. Wir haben das Leben pur auf unserer Seite, nämlich Jesus. Alle kannten ja den Gelähmten. Alle sahen, dass er plötzlich und unerwartet wieder gehen kann. Aber es war plötzlich, aber nicht unerwartet. Dazwischen lagen zwei Worte. Steh auf. Die beiden sagten im Namen Gottes, steh auf. Gold und Silber, sagten sie dem Bettler, haben wir dir nicht zu geben. Wir haben viel mehr. Wir haben keine Geldspritzen, die nichts bewirken, sondern wir haben das pure Leben. Du kannst wieder gehen. Wir haben eine ganz andere Macht im Hintergrund. Eine Macht, die dir hilft. Die Macht des Lebens. Steh auf. Wir haben eine Kraftquelle, eine Energie, einen Trost. Wir haben Vergebung unserer Sünden. Was für eine bessere Botschaft kann es denn geben? Und die Folge? Die Herrschenden, die Elite, diese Allparteienkoalition vom Hohen Rat bis zu den Pharisäern, sie alle stehen zusammen gegen diese verrückten Kreuz- und Querdenker. Denn der Gipfel neben der Heilung war ja die Entlarvung der Sünde. Das erträgt keiner, dass man ihn entlarvt, dass er in die Irre führt, Fake News verbreitet, ein Sünder ist und letztlich Jesus auf dem Gewissen hat. Nein, plötzlich stehen die Volksmasse und die Etablierten zusammen. Und sie hatten ja die Wahl bei Jesus. Das ist doch das Dramatischste der Weltgeschichte, dass sie die Wahl hatten zwischen einem Mörder, der sogar namentlich bekannt ist, Barabbas, und Jesus. Und wer jetzt in der Passionszeit die Oratorien von Bach hört, Matthäus Passion, Johannes Passion und so weiter, da schreit dieser Chor, nicht akkusativ in dem Fall, Barabam, Barabam, wir wollen Barabbas, das heißt, wir wollen die Lüge, wir wollen die Finsternis, wir wollen nicht die Wahrheit. Und Johannes und Petrus sagen, ihr habt die Wahrheit getötet und die Lüge gewählt. Dann stehen sie in der Gewissheit, wir könnten auch am Kreuz enden und sagen, es ist in keinem anderen Heil, kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben,
darin sie selig werden können. Nur einer, Jesus. Liebe Gemeinde, da geht es um die Machtfrage, nicht um ein bisschen Tralala, nicht ein bisschen Philosophie. Machtfrage, wer hat die Macht? Wer hat die Vollmacht? Wer hat die Allmacht gegen die Ohnmacht dieser Welt? Wer hat den Weg? Wer hat das Leben? Wer hat die Wahrheit? Und dann möchte ich Ihnen sagen, wir müssen wieder mehr von Jesus reden. Jesus ist der gemeint, nicht irgendein Gott. Gott ist ein Allerweltsgott, Herrgott. Man denkt dann auch, und glauben Sie, in wie vielen öffentlichen Verlautbarungen das einfach einkalkuliert wird, da decken Sie Allah mit, damit Sie glauben, Sie hätten den Islam aus dem Weg und hätten Ihre Ruhe. Gott kann alles sein. Aber wenn Gott der Vater von Jesus ist, dann wird's dramatisch. Dann fliegen die Fetzen. Wir müssen wieder mehr von Jesus reden. Ich habe am letzten Sonntag in der Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Gloria von Thurn und Taxis ja gesprochen. Ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir kamen auf die Passionszeit, in der wir uns sind. Die offiziellen Kirchen haben daraus Klimafasten gemacht. Man glaubt es ja kaum. Und sie schreiben in der Erklärung, und das hat es noch nie gegeben, noch nicht einmal Passion heißt die Erinnerung und das Gedenken, und jetzt sind wir wieder an der wunderbaren Erklärung des heutigen Sonntags, Reminiscere, das Gedenken an das Leiden von Jesus. In der offiziellen Verlautbarung heißt einfach, wir denken ans Leiden. Wir denken ans Leiden. Können Sie auch Zahnweh haben oder irgendwas. Wir denken ans Leiden. Aber nicht ans Leiden von Jesus. Darum geht's doch. Und Gloria von Thurn und Taxis, als sie dann gefragt wurde, Passion, Sie sind Katholikin, da schrie sie, ich faste doch nicht für Greta, ich faste für meinen Heiland. Dann haben sie plötzlich das Wort Heiland in einer politischen Sendung. Ich komme gerade von einer Aufzeichnung. Ludger K. im Kontrafunk, das ist ein ganz bekannter Kabarettist, ganz eine Comedian, würde man heute sagen. Ja, da ist von Jesus die Rede. Haben Sie einen Hochintellektuellen wie Matthias Matusek, der mal der Kulturchef des Spiegels war, der erzählt von Jesus. Jetzt höre ich Bernhard Lassan, da unter Freunden heißt die Sendung, auch im Kontrafunk. Und der hat plötzlich einen Priester bei sich und sie erzählen über Jesus. Sie merken doch, uns steht inzwischen das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen Kreuz- und Querdenker. Es prallen Wahrheit und Lüge aufeinander. Und dann stehen die Mächtigen da. Ohnmächtig. Und sie glauben doch, sie wären allmächtig. Sie sehen den Freimut von Petrus und Johannes. Diese ungebildeten Leute, die lassen sich nicht einschüchtern. Sie sehen der gesund geworden war, das lässt sich doch nicht leugnen. Sie wissen nichts dagegen zu sagen. Und wenn das jetzt ein Film wäre, wäre Hochspannung. Da würde die entsprechende Musik eingeblendet. Dass man Gänsehaut, jetzt kriegt man doch Gänsehaut, Hochspannung. Was passiert denn jetzt? Und dann können Sie nur sagen, wir können das alles nicht leugnen. Können Sie sich vorstellen, die politische Elite, die religiöse Elite, die geistige Elite, sagt, wir können es doch nicht leugnen. Jetzt hilft nur mundtot machen. Hilft nur die Brandmauer. Und das heißt konkret für Petrus und Johannes, das Mikrofon abdrehen, keine Hallen, keine Plätze, keine Talkshows, alles weg, damit keiner diese Botschaft hören kann. Alles vor 2000 Jahren. Und dann stellen diese beiden tapferen Zeugen sich hin und sagen, wir können es nicht lassen. Wir können es nicht lassen,
davon zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Liebe Gemeinde, mich hat von Anfang an als Jugendlicher schon fasziniert der Mut, den Christen haben mitten in der Verfolgung. Katakomben, Haft, KZ. Ich habe mir immer gesagt, da muss was dran sein. Wenn Leute dafür in den Tod gehen, dann muss da was dran sein. Hinstehen für Jesus. Und lass sie uns verschreien als Fundamentalisten, als Spinner. Lass sie uns verleumden. Wir stehen hin für Jesus. Mir hat ein bekannter, berühmter Psychologe vor ein paar Tagen gesagt, wenn man sich die heutige Lage ansieht, die in Deutschland herrscht, ja weltweit herrscht, an den Arbeitsplätzen, in den Familien, was heute los ist. Eigentlich gibt es nur drei Alternativen. Entweder man wird Alkoholiker oder drogensüchtig, wofür ja die Regierung nun auch die Mittel bewilligt hat. Kommt ja nicht von ungefähr. Oder man bringt sich um, oder man wird Christ. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt eine neue Suche nach Jesus. Gott sei Dank. Er lässt uns bis heute Wunder erleben. Wunder bis zur letzten Stunde. Denn, liebe Gemeinde, mit wem ich selig sterben kann, mit dem kann ich auch glücklich leben. Ich habe in dieses Buch Leid, wo bleibt Gott? Ist ja die zentrale Menschheitsfrage, das in diesen Tagen gedruckt wird. Zum Schluss noch mal eine Geschichte aufgenommen, die mich wahnsinnig bewegt hat. Wie ein junger 34-jähriger Familienvater. Erst kriegt er Kinderlähmung. Ganz schlimm. Die Kinder beten, die Frau betet, die Gemeinde betet, sie sind Christen, er kommt wieder auf die Beine, es wird alles gut. Kaum ist er wieder richtig normal da, ein paar Wochen. Hirntumor. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Leid, unermessliches Leid. Und dann sind sie um das Sterbebett rum. Die ganze Familie. Und er kann nicht mehr sprechen und nichts. Und er murmelt nur 297. Die gucken sich alle an. Was meint er damit? 297. Bis ihm klar wird, der meint das Gesangbuch. Sie schlagen auf in dem alten Kirchengesangbuch 297. Warum sollt ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Heiland rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Warum sollt ich mich denn grämen? Oder wieder mit Philipp Spitta? Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wo denn sonst? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören? Treue bis in Tod und Grab. Schwören wir ihm diese Treue und machen unser Leben wertvoll und programmieren es auf Ewigkeit und Wahrheit. Dann ist alles gewonnen. Und der Alltag kann morgen getrost und fröhlich beginnen. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du keine leeren Versprechungen machst, keine leeren Worte,
sondern dass hinter dir Fakten stehen, Geschichte steht. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Welt, wenn wir von dir reden und wenn wir uns um die Wahrheit mühen, um dein Wort, aber auch die Wahrheit in ganz praktischen Alltagsdingen. Danke, dass du uns Petrus und Johannes vor Augen stellst, dass du sie uns zum Vorbild machst, dass auch wir sagen können, wir können es einfach nicht lassen, denn in keinem anderen ist das Heil, außer in dir. Du siehst jeden Einzelnen, der hier jetzt ist in dieser wunderschönen Kirche, der uns hört und sieht über all die Medien. Du kennst uns, unsere Sehnsucht, unsere Sorgen, unsere Ängste, die guten und schlechten Seiten des Lebens. Dir ist nichts verborgen. Wir bitten dich, erbarm dich über uns. Wenn du mit uns bist, kann uns nichts passieren. Hab Dank für diese Gewissheit. Und wir fassen alles zusammen in die Worte, die du uns selbst gegeben hast vor 2000 Jahren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann geht hin in der Einsicht, dass Jesus Christus uns liebt. Geht hin mit der Absicht, auf diese seine Liebe heute zu antworten. Und geht hin mit der Aussicht, unser Herr Jesus Christus kommt wieder. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie hörten die Aufzeichnung eines Gottesdienstes der Evangelischen Kirchengemeinde Bülow in Mecklenburg vom 25. Februar. Die Predigt hielt Peter Hane zum 4. Kapitel der Apostelgeschichte, Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Sein Thema: Christen sind Kreuz- und Querdenker. Bis zu den Nachrichten hören Sie geistliche Musik. Thank you.
Wir versorgen Sie täglich mit Informationen, frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio